Moin Leute, willkommen zu unserem Video auf Anime-Banger und heute gibt es für euch eine kleine One Piece Diskussion oder eher Theorie, würde ich mal sagen. Wird es in Wano Kuni Einzelkämpfe oder Teamkämpfe geben? Darum geht es aber hauptsächlich um die Strohhutbande. Das letzte Mal hatten wir Einzelkämpfe, das war im Innis Lobby Arc, das ist schon ziemlich lange her. Auf der Thriller Bark hatten wir auch teilweise Einzelkämpfe, aber dort hatten wir einen großen Teamkampf, Strohhüte gegen Oos. Und auf dem Sabaody Archipel hatten wir sowas ähnliches, einen Teamkampf gegen die Cyborgs bzw. gegen die Pazifista, gegen Kuma. Also, erstmal stellt sich natürlich die Frage, Wano Kuni wird zu einem Kriegs-Arc, also wie Marineford, aber mit einer großen Ausnahme, glaube ich, dass es noch davor Kämpfe geben wird, so Einzelkämpfe, quasi vor dem Krieg. Was macht bei einem Wano Kuni-Arc Sinn, einen Einzelkampf zu führen oder einen Teamkampf zu führen? Also erstmal, wie ist meine persönliche Meinung? Meine persönliche Meinung wäre natürlich, was geil wäre, dass die Strohbande Einzelkämpfe bekommt, dass zum Beispiel eine Nami, Robin, Brook oder so Einzelkämpfe haben, damit sie zeigen können, was sie drauf haben und dass sie sich im Kampf weiterentwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig, weil so können die Strohhüte stärker werden und mal zeigen, was sie drauf haben. Denn ganz ehrlich, Leute, nach dem Timeskip hat die Strohhüte noch gar nichts gezeigt von ihrer Kraft, bis auf Ruffy und Zoro, wobei Zoro eher auch weniger. Und da jetzt Ruffy aus der Story genommen wurde, mit Kid quasi, im zweiten Arc und dritten Arc, könnte ich mir vorstellen, dass man jetzt wirklich sich auf die Strohhüte fokussiert und dass sie Einzelkämpfe bekommen, bevor der Krieg anfängt. So ist meine persönliche Meinung. Und wenn dann der Krieg kommt, wird es zu mehreren Teamkämpfen kommen, weil könnte zum Beispiel eine Katastrophe gegen mehrere Strohhüte zum Beispiel haben. Oder einen sehr krassen All-Star oder einen Supernova wie zum Beispiel Apu oder X-Drake gegen ein paar Mitglieder der Strohbande. Das wären dann die Teamkämpfe. Das heißt, nach dem Wano Kuni Arc werden die Strohhüte um einige stärker. Eventuell werden auch manche eher Haki aktivieren. Und ganz ehrlich Leute, ein Sanji zum Beispiel braucht auch noch einen sehr, sehr krassen Kampf, den er hat bis jetzt nicht wirklich viel gezeigt. Oder könnte wirklich uns darauf heiß machen und aufbauen auf diesen Wano Kuni Arc. Alles, was nach dem Timeskip war, war der Aufbau zum Wano Kuni Arc. Und da könnte er wirklich zeigen, was die Strohhüte drauf haben, bisschen mehr revealen. Zum Beispiel Franky könnte ein Power-Up bekommen und die ganzen restlichen Strohhüte. Ich werde eh noch ein Video dazu machen, welche Power-Ups die Strohhüte im Wano Kuni Arc bekommen werden. Und ich denke dann, wenn der Krieg dann stattfindet, wird natürlich dann auch wieder auf Ruffy Fokus gelegt, wie er zusammen im Team mit zum Beispiel Law und Kid gegen Kaido kämpfen. Was ich mir natürlich auch vorstellen kann, was auch sehr, sehr Sinn macht, dass wenn am Ende, wenn alle Feinde bis auf Kaido besiegt sind, dass dann wirklich sehr, sehr viele Leute gegen Kaido kämpfen müssen. Auch die Strohhüte, die noch vielleicht aufstehen können und noch kämpfen können. Und Chopper wird zwar auch noch einen Kampf bekommen, aber ich denke, er wird eher diese ärztliche Rolle raushauen. Aber natürlich ganz wichtig, da es auch ein Arc ist, wo viele Zoan-Nutzer sein werden, dass Chopper dann wirklich mit seiner Zoan-Frucht einiges raushauen kann und vielleicht etwas Geheimnisse rausfindet, was er noch kann. Und man darf nicht vergessen, ein Chopper kann bestimmt noch ein Ass im Ärmel haben, weil ein Chopper tut immer so nett und er ist nicht wirklich stark bis jetzt oder hat nicht viel gezeigt. Aber im Wano Kuni Arc könnte er durch diese Notsituation, durch diesen ganzen Scheiße, was da passiert, dass vielleicht jemand verletzt ist und so, wirklich ausrasten und seine wahre Kraft zeigen. Und ja, so denke ich zumindest, dass es so sein wird. Also ich glaube nicht, dass es only Teamkämpfe geben wird, das glaube ich nämlich nicht. Dazu ist der Wano Kuni Arc zu sehr aufgebaut worden. Und es macht einfach nur Sinn, dass die Strohhüte glänzen werden. Wir hatten zum Beispiel auch einen kleinen Hinweis. Viele Coverpages zum Wano Kuni Arc auf die Strohhutmitglieder drauf. Also die Strohhutbande. Deswegen macht es Sinn, dass die wirklich Hauptfokus bekommen in diesem Arc. Aber die stärksten Strohhutmitglieder wie zum Beispiel ein Sanji oder ein Franky werden oder Brook werden sehr krasse Einzelkämpfe bekommen. So ist meine Meinung dazu. Und macht auch wirklich Sinn für diesen Arc. Ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wird es für die Strohhutmitglieder einen Einzelkampf geben oder eher Teamkämpfe geben? Was denkt ihr? Und könntet ihr euch vorstellen, dass wenn am Ende alle besiegt sind, außer Kaido, dann die Strohhutmitglieder und alle anderen Allianzen, die noch stehen können, gegen Kaido noch kämpfen werden? Das wäre nämlich unnormal nice. Wir werden noch ein Video dazu machen, wie zum Beispiel, wer gegen wen noch kämpfen könnte, aber dazu fehlen uns momentan die Informationen. Wir wissen nämlich gar nicht, wer die Katastrophe ist, ob es noch stärkere Allstars gibt. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass irgendwie mir das so vorkommt, wie auch bei Big Mom Arc, dass die Kommandanten zwar stark sind, aber ein Witz im Vergleich zu Kaido sind, dass Kaido wirklich der Hauptgegner ist. Man darf nicht vergessen, Leute, dass sich noch die Marine einschalten könnte und noch weitere
irgendwelche Fraktionen. Weil das Ding ist für mich irgendwie, wenn es zum Krieg kommen wird, dann wird es noch viel mehr Gegner geben. Und ich habe was auch ganz total vergessen. Diese Unterweltorganisation darf man nicht außer Acht lassen. Kaido hat wirklich viele Kontakte dazu, wie Big Mom auch. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Kaido noch Unterweltfraktionen oder Kämpfer hat, die wirklich ihm noch dienen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und es wird so ein krasser Krieg noch kommen. Also am Anfang, bevor der Krieg anfängt, wird es Einzelkämpfe geben. Und dann wirklich gibt es einfach fucking Teamkämpfe, die richtig, richtig geil werden. Das war's eigentlich mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Wir sind kurz vor den 600 Abos. Road to 600 Abos. Wir sind fast angekommen an dem Ziel. Und es wird eventuell noch Ende des Jahres noch ein Gewinnspiel geben, wie ich es eigentlich jedes Jahr mache, um euch ein bisschen was zurückzugeben. Und ich würde sagen dann, aktiviert die Glocke, um weitere One Piece Theorie nicht zu verpassen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Wie auch immer, ciao, euer Anime-Banger.